sind wieder bei der Aufnahme von sakralen Bauwerken aus der abendländischen Kultur. Eine interessante neoromanische Kirche im Rheingau. Wir gehen jetzt hinein und hören uns einige Orgelinterpretationen an, unter anderem auch mit Johann Sebastian Bach. Mehrere interessante romanische Kirchen gibt es im Rheingau. Wir wollen dazu in unseren sakralen Filmserien die älteste romanische Basilika im Rheingau besuchen. Basilika St. Ägidius im Rheingau. History-Doku. Neben der Abteikirche Kloster Eberbach gilt die romanische Basilika St. Ägidius im Stadtteil Mittelheim als die älteste Kirche im Rheingau. Ihre Geschichte ist äußerst vielfältig. Sie hatte eine ottonische Vorgängerkirche, das heißt, die Fundamente der Südseite stehen auf Resten eines Baus aus dem 10. Jahrhundert. Diese Reste wurden 1938 freigelegt. Die architektonische Besonderheit der Basilika ist die heute nur noch selten erhaltene Bauform einer Dreifachapsis. Das Hauptschiff und die beiden Seitenschiffe schließen im Osten mit je einer halbkreisförmigen Altarnische ab. Die Kirche wurde im 12. Jahrhundert im romanischen Baustil errichtet, anschließend im gotischen Stil verändert. Später erfolgte die Innenausstattung im barocken Stil. Im 20. Jahrhundert wurde die Basilika wieder im ursprünglichen Stil renoviert. Die ursprüngliche Klosterkirche diente spätestens 1263 der Mittelheimer Pfarrgemeinde als Gotteshaus. Aber erst Mitte des 14. Jahrhunderts bekam sie auch einen eigenen Pfarrer. Mit nur geringen Änderungen hat der romanische Bau die Jahrhunderte überdauert. Die Innenausstattung ist im Barock- und Renaissance-Stil. Wir sehen uns nun die Innenräume der Basilika an. Der Blick durch das Mittelschiff zum Altarraum. Unter der Vierung unter anderem gotische Skulpturen des heiligen Ägidius und des heiligen Urban aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Die Vierung ist der Raum beim Zusammentreffen des Haupt- und Querschiffes der Kirche. In der Taufkapelle der achteckige Taufstein aus Sandstein. Eine Pietà um 1420. Das Grabmal mit Wappen für Rosina Greifenklau von Vollraths aus dem 17. Jahrhundert. Figur des heiligen Georg über dem getöteten Drachen. Zur Bilanz. Die Basilika St. Ägidius ist ein historisch sehenswertes und einzigartiges sakrales Bauwerk des frühmittelalterlichen Christentums im Rheingau gelegen, in der sonnigen, geschichtsträchtigen und berühmten Weinlandschaft am Mittelrhein.